Bad Town. Südele. Da drüben ist der Schaltschrank. Pam, pam. Funkturm aktiviert. Da drüben geht's nach Bedtown. Oh, hier unten ist noch eine Medizinaufgabe. Geil. Die müssen wir machen. Die müssen wir machen. Okay. Oh Gott, Querfeld dein. Oh Scheiße. Ah. Komm Leute, ihr trollt mich doch. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Okay, jetzt ist mal ein bisschen fairer, wenn ihr die Markierung auf der Straße macht. Obwohl, scheiße weit, oder? Und 80 Sekunden. Oh, bremsen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich überhaupt jetzt hingekommen bin. Da. Naja, gut. So weit daneben sind wir gar nicht. Oh. Ich hab gerade auf der Minimap schon wieder ein Relikt. Er spät. So, ich glaube, das ist Bedtown. Kachel gut versteckt. Die Siedlung. Es ist die aus meinem Traum. Scheint nicht gerade zu florieren. Da ist es ja. Was? Suche die Bar. Bin ich etwa schon an der Bar? Oh, wie geil. Ich würde mich lieber erstmal noch in der Siedlung umschauen. Komm. Wir klappern mal die ganzen Hütten ab. Keine Leute hier. Was ist da los? Echt niemand hier.
ist denn sowas? Okay, hier schläft jemand. Hi. Warum schaukelst du so? Mädel. Hallo. Okay. Willst nicht mit mir reden? Wie du willst. Fischhändler. Hi. Na und du? Was stehst du hier rum? Nix, Gott. Hi. Ihr könnt eine Menge Spaß zusammen haben. Ernsthaft? Was denn zum Beispiel? Hallo. Okay, die reagiert nicht weiter. Ich weiß, was Männern gefällt. Warum sprichst du mich immer nur an, wenn ich weg bin? Mädel. Warum nur gucken, wenn du auch anrufen kannst? Hier ist ja noch einer. Hallo. Guck du nicht so. Na, gefall ich dir? Verwundert. Oh ja, geht schon. Meine Freundin hockt in der Höhle. Oh. Hätt noch so einer? Ich gefalle dir. Das merke ich doch. So, das. Sitzkissen wieder. Hi, fühlst du dich einsam? Ich beiße nicht. Okay. Außer, du willst es. Alles klar. Wer bist du? Kollege? Kollege will nicht reden. Du? Hi. Erzähl auch nicht hier. Was ist da los? Müssen wir vielleicht doch mal in die Bar gehen. So, da, la, la. Ich muss den Mann in Weiß finden. Okay. Müllsäcke. Ein Besoffener. Reagiert nicht. Alle am Saufen hier. Gibt's noch was hier? Hi. Er schüttelt auch schon den Kopf wieder. Na komm, trink mal was. Setzen wir uns mal hin. Da ist er doch. Schon von Weißbrot gehört? Schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Heute? Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie meintest du noch, sieht er aus? All in. Gut gespielt. Okay, danke. Aha, meine. Oh, oh, oh. Das ist der Typ aus meiner Vision. Er führt mich sicher zu Keith und Oliver. Wenn du meinst. Oh. Lagst du von uns auch schon hier? Cool, nicht bemerkt. Warte, wir kamen so rein. Okay. War er unsichtbar? Der Mann ist
der Schlüssel. Ich weiß es. Ohne bemerkt zu werden. Er darf mich nicht sehen. Hat die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Heute bot war's Geld. Mach, es muss an ihm dran sein. Ich hätte dasselbe getan. Ach, wir müssen also handeln. Mach, was du willst. Muss mit dem Schritt halten. Ach, Gott verdammt! Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht mal. Noch nicht die richtige Jahreszeit. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Wir müssen handeln. Also. Hast du die Infos zu deinen Freiern? Aufgeschrieben. Ich bin zwar geschickt mit den Händen, aber ein Stück zeige ich eher selten. Hier ist dein Geld. Muss mit dem Schritt halten. Luchi, Luchi, wärst du vielleicht interessiert? Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Uff, das war knapp. Du wirst echt alt. Der ist genau vor mir, wie... Was? Brauchst du Medizin? Nicht, nein, bitte. Ich muss an ihm dranbleiben. Besser jetzt? Lüg mich nochmal an. Ich bring dich um. Oh. Was? Das war knapp. Muss weniger Kaffee trinken. Bin gut versteckt. Ich muss an ihm dranbleiben. So. Oh, oh, oh. Du bist echt alt. Der steht doch dort, oder? Okay, der geht dort rein. Hui! Nicht erwischt worden, jawohl. Ganz versehen. Also komm. Wir schauen jetzt gleich mal zu dem Kollegen. Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist. Was? Bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Tisch? Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Ich bin Jesus. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchteln, nimm's nicht persönlich. Korrekt. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Okay. Darf ich jetzt hier runterkommen? Sprich mit Willis. Oh, schönes fettes Bild hier. So, so, so. Hallo. Jason. Hi. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren.
Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Okay. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Will der mich verarschen, oder? Flammenwerfer. Ja. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Krautland? Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Oh Gott. Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Bunga Bunga. Die Bunga Bunga Affäre. Wow. Kennt ihr die denn noch? Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit heute. Okay, Flammenwerfer und Boot sprengen. Alles klar. Puh. Was habe ich denn jetzt abgegeben? Ah, gut. Von mir aus. Shit. Ja, verarscht mich doch, nur so lange, oder? Wie es mir bei meiner Suche hilft. Doch, die reinste Verarsche. Wo müssen wir hin? Leute, komm, verarscht mich doch nicht. Kennt mir Mission. Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Ziel.